Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore mit dem Kirsch. So, Staffel 2. Ich wollte es eigentlich in der letzten Folge noch sagen, das habe ich aber komplett wieder verpeilt. Und zwar, wie lange ich für die ersten 100 Tage in Minecraft Hardcore in dieser zweiten Staffel gebraucht habe zum Aufnehmen. Mit ein paar Offscreen-Aktionen, wie zum Beispiel bloß mal rumstehen. Und zwar waren das da 16,5 Stunden. Also hätte ich die alle am Stück sozusagen aufgenommen und dann ein bisschen so geprabbelt. Das hätte ein bisschen länger gedauert, das auch zu bearbeiten. Okay, also. Da hinten ist auch bloß wieder ein normales Biom. Schauen wir, vielleicht haben wir Glück und finden von hier drüben noch aus ein bisschen Eisen. Oder vielleicht sogar hier. Erstmal machen wir uns noch ein paar Fackeln. Die haben wir ja eh in der Aufhand. Okay. Sehr schön. Können wir uns eine Spitzhacke machen. Eine Axt. Nur eine Eisenachse, das langt ja vollkommen. Aber da haben wir schon wenigstens schon mal Akazienbäume, Schrägstrich Setzlinge. So, ich muss kurz gucken, wo das doof war. Nicht, dass ich nämlich jetzt hier wieder. Na, wir müssen in die Richtung. Okay. Also, Crafting-Tisch. Aufgebaut, Bett. Aufgebaut, Ofen. Aufgebaut, Eisen rein, zack. Läuft das doch mal. Weil da können wir die Akazien dann fällen. Dann bleiben wir mal, tun wir uns mal hier drei Bäume fällen, so dass wir dann die Setzlinge haben. Dass es einwandfrei läuft. So. Stimmt, die Öfen brauchen ja länger. Dass man was, wie ich, vielleicht so 8 Setzlinge bekommen. Ja, ich hätte mich jetzt ja auch hochstecken können, aber. Nö. Entschuldigung. Das war ein komisches Nö. Das klang fast so, als ob sich da was verhakt hatte. Und im Zweifel können wir halt nämlich auch sehen, das Akazienholz dann abstoßen, wenn wir keinen Platz mehr im Inventar haben. So dass wir halt das auch nutzen könnten. So. Die drei platzieren wir mal hier. Einfach mal bloß so. Dann mache ich mal Block auf Kohle. So, wunderbar. Da haben wir jetzt zwei Setzlinge. Ich tue dich mal ein bisschen hier runter. Den Ofen nehmen wir auch mit. Mal was noch am Hammer. So, 5 Setzlinge, da kommt wenigstens noch einer. Dass wir euch ordentlich vermehren können, wenn wir es benötigen.
So, 6, gut, 6, das langt mir. Ach ja. Und so gesehen gehen wir jetzt wieder Richtung Osten. Okay. Okay. Wir gehen weiter gen Osten. Vielleicht finden wir ja noch ein Sumpfgebiet. Was ist denn hier wieder passiert? Minecraft, was ist da los? Ich weiß es nicht. Da fließt gerade das erste Mal die Lava runter in diesen Chunks. So. Nur das wird auch für heute die letzte Aufnahme sein, weil ich bin müde. Leicht. Nicht, dass ich dann hier anfange zu lallen, das muss dann auch nicht sein, aber ich habe nämlich keine Sorge, ich habe keinen Alkohol getrunken. Nein, ich habe auch keinen Schlaganfall. Ist halt so, wenn man noch zu einer Weiterbildung geht, beziehungsweise zu einer Weiterbildung, es war halt ein Baumschnittseminar. Eine Uhr ist immer gut. Ja. Ich nehme es mal mit, die Fire Charger. Ja, wenn wir Platz haben. Projectile Protection. Boah, ich nehme es mal mit. Gegebenenfalls abstoßen. Abstoßen können wir es immer noch. Ach, hast du ein Glück. Ich will nur deine großen Kollegen. So, vielleicht haben wir wirklich Glück und finden noch ein Sumpfbiom. Sumpfbiom, Bambusbiom. Egal, Hauptsache. Wenigstens schon mal eins von den noch benötigten. Gewünschten. Es ist ein gewünschter Biom. Wie schon gesagt, wenn wir einen Wüstentempel finden würden, wäre es auch nicht so verkehrt. Und vielleicht resetten sich dann mal unsere Eisen-Trading-Trader wieder mal. Wenn ihr wisst, woran sie liegen können, dass ich nicht so zurücktraden oder muss ich erst was anderes traden? Schreibt es mal gerne ins Kommentar rein. Ich will ja keine anderen Trades haben, ich will bloß die zurückgesetzt haben. Oder es dauert halt wirklich eine ganze Ewigkeit. Eine ganze Ewigkeit, da ist ein Dorf. Ich habe so zwischen den Bäumen her huschen sehen. Wo war's? Da. Aber wir haben jetzt keinen weiteren Platz. Also lassen wir das Dorf erstmal doof sein. Weil da hinten ist auch nur das normale Biom mit Eiche und Birke. Okay, da hinten sieht es schon mal zumindest aus, dass es ein wärmerer Ozean wird. Erkennen wir so ein bisschen an der Farbe. War hier ein Lava Lake? Oder ist er bloß ein bisschen unterirdisch? Das scheint hier unter der Erde zu sein. Genau hier unten drunter. Jo. Nee, die lass ich jetzt mal so sein. Du wolltest aber mitnehmen. Ja, wollte ich, aber der Farm ist das wärmere Wasser. Es lotst mich vielleicht zu unserem Dschungelbiom. Also drückt uns die Daumen.
dass diese Reise bald ein Ende hat. So, wir müssen ja in die Richtung weiter. Genau, das ist unser Osten. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Schiffswrack? Nein, das ist einfach bloß eine kleine Insel. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, vielleicht könnte man auch, wenn man vielleicht zur dritten Staffel, ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt, zu früh zumindest, Survival auf einer, sich sozusagen eine Welt generiert, wo nur Ozean ist und wir bloß eine kleine Insel haben, wo, ich guck mal aber nicht, dass das da in der Wüste ist. Eine Kiste ist mit einem Bambus und einem Zuckerrohr. Wir aber trotzdem meinen gehen können, halt unter Tage. Könnt ihr mal ins Kommentar reinschreiben, was ihr davon so haltet, von solchen Challenges. Das wird dann entweder ein Ozeanmonument oder ein, sag schon, einfach bloß so ein Gebäude von denen. Da hinten scheint nämlich ein Ozeanmonument zu sein. Komisch, komisch. Aber, da sehe ich doch schon wieder anderes Gehölz, das normale Gehölz wieder oben aufs Spawn. Ey, schlimm, wenn man sich was zum Snacken nehmen will. Aber, also fahren wir eher mehr in die Richtung. Ja, so muss das sein. Ich versuche natürlich Regen, das Monument jetzt nicht unbedingt anzufahren. Birkenwald, danke. Danke, Spiel, danke. Ja, ist wirklich ein Monument. Ich denke mal, wir werden aber vielleicht sogar mal an Land fahren. Dass man zumindest mal eine Nacht schlafen könnte. Das ist Winter. Ich pack schon mal das Bett in die rechte Hand. Beziehungsweise auf den gewichtigen Slot. So, dass man die Nacht wenigstens überschlafen können. Dadurch, dass da jetzt wieder Winter ist, ich wollte eigentlich ein Dschungelbiom haben. Oder ein Sumpfbiom. Mäh. Ja, natürlich würde sich sowas dann eher mit einer Elytra besser machen. Ja, da ist ein versunkenes Portal und ein Schiffswrack. Das lasse ich aber mal gekonnt links liegen. Das war aber rechts von dir. Ja, dann ist es so. Hier ist noch ein Tempel. Und da warten wir jetzt ein anderer Tempel. Ist ein Unterwassergebäude, was relativ an der Oberfläche gebaut ist. Gespawnt ist. Ist noch nicht versunken genug. Aber ich lasse die mal, weil hier sind Ertrunkene und bei Ertrunkenen nicht, dass die gerade einen Dreizack haben. Da sind wir selbst mit unserer Dia-Rüstung nicht gut gewappnet.
Wenn sie jetzt am Ende in einem Verzauberten wäre und der hätte halt diesen mit den Lightning oder wie die Verzauberung heißt. Und der dann uns damit trifft und wir noch vom Blitz getroffen werden und das Spiel vorbei ist, na, dann super. Wollen wir auch nicht. Muss ja nicht sein. Am Ende wäre es, wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre, vielleicht in der Nähe. Aber so haben wir es ausgekundschaftet. Wir sind zwar jetzt gefühlt schon wieder 10.000 Blöcke entfernt. Oh, könnte fast sogar hinkommen, wenn man alle Koordinaten zusammenzählt. Höhen und Länge, ja, X- und Z-Achse. Oh, so, oder? X und Z, genau. Dann sind wir fast bei 10.000 Blöcken. Dann mäht doch. Ich lasse euch gerne mähen. Ich will ja bloß Bambus haben. Und Mangrovenholz. Weil dann könnten wir wirklich sagen, gut, jetzt suchen wir uns Lava Lake und bauen uns dann ein Netherportal und dann gehen wir zurück über den Nether, weil das sind nicht so viele Blöcke. Ja, es ist sehr riskant über den Nether. Ja, das gebe ich zu. Aber wenn wir die Bastionen und so meiden, könnten wir das überleben. Wenn wir das denn finden, was wir brauchen. Aber ein Dschungelbiom. Danke, Spiel. Non-Dschungel-Biom, cool, jetzt fehlt bloß noch dann eins. Der Sumpf. Beziehungsweise müssen die Dschungelbiome halt, die zwei, auch ein bisschen Bambus für uns über haben. Du brauchst kein Leder mehr. Ja, aber Leder ist kein Fleisch. Fleisch ist Fleisch. Was ist denn das für eine komische Struktur? Okay, das sah jetzt gerade vom Weiten übelst sehr komisch aus. Also ich brauche nicht mal ein Dschungelholz, weil die Dschungelbäume, die haben so eine. Mit den Setzlingen ist das sehr schlimm. Weil die lassen die halt wirklich sehr selten droppen. Deswegen würde ich das eher nicht so machen wollen. Aber da sehe ich schon Bambus. Das ist doch mal schön. Hat man Melone schon zu Hause? Nee, ich glaube nämlich nicht. Also wenn wir Melone finden, nehmen wir gleich noch Melonen mit. Wieder was mit, was man traden kann, nennen. Sind wir jetzt weit über 10.000 Blöcke gereist, nur für Bambus. Ja gut, wir machen es mal. Das heißt, ich muss ein bisschen was Inventar ausräumen. Was brauche ich wirklich nicht? Eigentlich brauche ich die wirklich nicht. Ach, schlimm. Ich musste gerade mal niesen.
Muss auch gucken, dass ich das Mikrofon wieder an habe. So, den hauen wir auch noch klein. So, dass wir doch mal was mitnehmen. Dschungelholz, ja, das. Mal, dann können wir nur mal die dann noch wegwerfen. Aber ihr seht halt wirklich, so kann man wirklich selten Setzlinge. Nicht so oft zumindest. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man die mit Glück abbaut. Aber hier, wir haben immer jetzt bloß noch einen. Sieht nicht so aus, als ob das was bringt. Ja gut, haben wir nur einen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir snacken uns jetzt den Bambus. Vielleicht kriegen wir halt aus den anderen Setzlingen dann ein paar noch raus. Weg damit. So, ruhig mal ein Stack mitnehmen. Nochmal hier reinladen. Nicht, dass hier ein Stronghold wäre, aber nein. Aber nix. Gut. Und da haben wir noch Melonen. Ich dachte gerade, ich habe wieder den Wandering Trader gehört. Wo sind jetzt hier Ureingeborene? Ich weiß, jetzt komme ich jetzt nicht auf den Namen. Ureinwohner. So, auch nochmal ein Stack davon mitnehmen. Aber du hast doch schon genug zu essen. Willst ja auch nicht essen. Ich will dann Samen draus ziehen. Damit mir die besser. Damit ich nicht auf die Idee komme, die zu essen. So, noch ein kurzes Mal Stecher hier rundherum. Wir können ja auch. Geht nicht. Ich würde gerade sagen, wir können es auch hier durchmogeln. Aber es wird gleich wieder Nacht. Ja, in der Nacht. Wollen wir nicht unbedingt im Dschungel sein. Dann kommt Mowgli mit Baloo. Und Bagheera. Ja, aber nichtsdestotrotz sage ich das mal an der Stelle. Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.